Meine lieben Inselbewohner, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge der 7. Staffel Dinkum. Wir machen weiter, zumindest für heute, aber ich kann euch schon sagen, das wird erstmal die letzte Folge sein. Denn ich habe gemerkt, das Interesse an Dinkum ist nicht mehr so groß, was ich verstehen kann. Denn es gibt ja mittlerweile viele andere neue Spiele. Und ich sehe es auch an den Zahlen. Deswegen machen wir diese letzte Folge noch. Und dann gucken wir mal. Ich lasse mir das aber offen. Es kann sein, dass ich vielleicht irgendwann nochmal eine 8. Staffel mache. Das weiß ich noch nicht. Aber für den Moment soll es das erstmal gewesen sein. Und dann gucken wir mal. So, ich werde jetzt trotzdem hier noch ein bisschen unsere Felder weitermachen. Beziehungsweise ich werde jetzt erstmal vorne gucken. Nachdem wir hier den Rasen angelegt haben. So. Was da noch so am Brett steht. Schauen wir gleich mal. Ja, und dann gucken wir mal einfach mal. Ne? Wenn mal vielleicht wieder ein neues Update kommt, dann schaue ich mal wieder rein. Vielleicht mache ich auch einfach nur Folgen, wo schon was zu sehen ist, was ich Neues gebastelt habe. Aber das weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Aber nicht, dass ihr jetzt wartet auf neue Folgen oder so. Erstmal nicht. So, wir nehmen hier aber noch die ganzen Aufträge an. Crafting Table Villa. Den haben wir schon angenommen. Kompost. Nautilus Shell. Haben wir auch schon angenommen. Okay. Shipping Request. Ah ja, das war das mit dem Tropical Grass. Ich erinnere mich. Okay. Okay, okay, okay. Mal gucken. Was wollte der Palmwood-Fans, ne? Ich glaube, Palmwood-Fans wollte der. Cooking Table, da. Crafting Table. Tracken wir uns die Villa dreimal. Brauchen wir Nägel, Timber und Gambut Plank. Okay. Alles klar. Timber. Habe ich noch Nägel irgendwo? Nägel, Timber, Gambut, Plank. Ja, die brauchen wir auch. Die brauchen wir. Gambut, Plank. So. Mensch. Gar nicht so einfach. Da haben wir Nägel. Perfekt. So. Crafting Table. Zack. Haben wir gemacht. Und dann brauchen wir noch hier den Palmwood-Fans, ne, oder? Lieber nochmal nachgucken in unserer Aufgabe. Das haben wir gemacht. Nautilus Shay. 16 Palmwood-Fans, okay. Alles klar. Zack, ist das auch erledigt. Was haben wir hier Neues? Palmwood Market Stall. Ja. Okay, interessant. Ah, da kann man Sachen reintun. Okay, so, so ein Verkaufsgedings. Bums. So, okay. Moment. Ja. Palmwood-Fans, jawohl. Habe ich dir gemacht. Bitteschön. Jawohl. Gab ein bisschen Dink. Wunderbar. So, dann, ich weiß nicht, ob Melvin das war. Closed. Mal schauen, wer hatte die Quest für uns?
Milburn. Milburn war der Typ hier, oder? Ja, bitteschön. Ja. Zack, bitteschön. Yay. Mal eben 10.000 verdient. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal zu ihr hier. Let's chat. Arbeit. Meet und Stick. Klar. So, Meet und Stick, Meet und Stick. Hab ich vielleicht sogar noch? Mal gucken. Ne, hab ich nicht. okay, warte mal. Mal gucken. Meet und Stick. Ah, hier, Mangroven. Stick, okay. Das tracken wir uns. Und dann besorgen wir das. Hoffe ich. Wir wollen sowieso ja gerade auch hinten die Nautilus Shell besorgen. Gehen wir einfach mal hier am Wasser lang. Wobei ich glaube, hier wird es schwierig, ne? Das, hier sind keine Mangroven. Das waren ja diese braunen anderen Dinger. So. Gehen wir mal hier hinten lang. Oh, jede Menge Erze. Ja, hier, das sieht doch interessant aus. Guck mal. Mangrovenstick. So, haben wir die auch schon mal. Nehmen wir gleich ein paar mehr mit. So, und jetzt gehen wir an den Strand und suchen die Nautilus-Gedinger da. So. Ja, müssten gleich da sein. Guck mal, da hinten ist schon Sand zu sehen. Hier mal eben buddeln. Old Gear, okay. Nehmen wir mit. Shrink Shell. Tony D Shell. Die brauchen wir aber nicht. Scallop. $100. Mhm. Gut, dann gehen wir hier rüber. Da ist ja jede Menge Action hier. Und wieder Old Gear. Die da irgendwie vielleicht ein Bild bei, wie die Dinger aussehen? Diese weißen sind das, okay. Gibt's hier nicht wahrscheinlich, bei meinem Glück. 1000 voll. Na, Nautilus Shell, okay. Müssen wir mal irgendwas wegpacken. Dann schmeißen wir hier das $100 raus. Und nehmen dafür die Nautilus mit. Smooth Slate. Nautilus. Sehr schön. Den anderen Kram können wir verkaufen.
Lohnt sich auf jeden Fall. Hot Zylinder. Ah, kein Platz. Okay. Gut. Wie viel haben wir davon jetzt? Lasst uns schauen. 16. Das heißt... Ne, sie wollten nur 15. Okay. Gut. Dann gehen wir nach Hause. Ja. Schmeiß ich den mal raus. Schon wieder viel zu viel Zeug in der Tasche. Bretter auf gar keinen Fall. Mangroven-Dings auch nicht. Das brauche ich alles. Ja, komm, mach mal so. Nein, ich wollte doch das Fleisch. Give me the Fleisch. Da. So. So, da hinten ist der Teleport. Das jetzt auch Fleisch? Ne, gibt nur Knochen, ne? Okay, mache ich nicht gerne, aber irgendwo muss ich das Fleisch ja herkriegen. So. Da. Gut, einmal nach Hause porten, bitte. Da. Gut. Dann. Cooking Table, Meat on Stick. Taschen voll. Alles klar. Dann... Gehen wir erst zu Fletch. Ja, deine Aufgabe? Ja, Nautilus Shell. So, jetzt habe ich Dünger bekommen, den ich auch selber habe. Brauche ich alles gar nicht. So, gehen wir zu John. Im Reste verkaufen. Zack, 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 zack. Ne, die Kaffeesamen auf gar keinen Fall. Die brauchen wir noch. Ja. Jo, nehme ich. Danke. So, jetzt machen wir den Dingens hier. Ach hier, ich habe Post. Hat sie uns per Post geschickt wahrscheinlich. So, Meat on Stick haben wir auch gemacht. Ja. Dankeschön. Den guten Fertilizer. So, dann einmal rüber hier. Sheila. Einmal quatschen. Meat on Stick. Bitteschön.
Trady Pants. Oh, dankeschön. Ah, okay. Taktstopp-Diet. Okay, sie will jetzt herkommen. Okay, neues Deed-Dings-Bums bekommen. Na, das ist doch mal was. So, jetzt möchte ich aber den Verkaufsstand noch mir mal angucken. Wir haben ein neues Rezept bekommen, ne? Mal gucken, wo das ist da. Palmwood Market Stall. Nägel und Close. Okay. Interessant. Nägel, kann ich die auch hier machen? Ja, ne? Müsste ja gehen. Oder? Wie war das noch? Da. Gut. Dann ist es jetzt aber auch Zeit, dass wir uns um die Tiere kümmern. So. Zack. Ja. Sophie, Liebe. Alice, auch Liebe. Ingalinchen, Liebe. Und Guido auch. So. War das schon mal erledigt. Hier haben wir Close. Da können wir das Ding direkt bauen. Wo ist es? Crafting Table, den brauchen wir nicht. Eben habe ich es noch gesehen. Ich sehe schon wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ey. Das gibt's auch gar nicht. Da. Palmwood Market Stall, wie auch immer man das aussprechen mag. So. Gucken wir mal, wo wir das hinmachen. Ne? Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie groß das ist. Ah ja, okay, das geht sogar. Ich glaube, das würde hier ganz geil aussehen. Wenn wir das hier wegnehmen, das ganze Geraffel. Oder? Warte mal, vielleicht auf dem Markt? Auf dem Marktplatz quasi? Hier ist auch schon wieder zu wenig Platz, ne? Ha, da muss ich nochmal mir Gedanken machen. Ich glaube, ich mache das erstmal hier hin. Geht nicht. So. Da kann ich jetzt Sachen drauf tun, oder wie? Aber wahrscheinlich nur essen, ne? Ja, es sieht aber schick aus. Gefällt mir. Kann man ruhig mal so machen. Doch, doch. Warum auch nicht? So, ich werde noch mal ein bisschen Holz verarbeiten. So, das dauert jetzt wieder einen Moment. Kann ich das gleich alles in die Kiste packen? Voll viel Holz habe ich in der Tasche, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir sind ja schon ein halber Holzhandel. So. Zack. Jawohl. So.
Ach so, einen haben wir noch. Mist, habe ich eben nicht gesehen. Gut. Holz war, glaube ich, hier nicht. Aber hier, das kann ich da schon mal rausnehmen wieder. Das brauchen wir aktuell nicht. So. Hier. Hier haben wir das ganze Holz. Mangrovenstick hätte ich auch noch gehabt, ne? Lustigerweise. Aber macht ja nichts. Ist ja nicht tragisch. So, dann hauen wir hier vorne. Hauen wir die Dings rein. Dann ist das auch schon mal weg. So, dann legen wir die Falle nochmal neu aus. Das haben wir auch geklärt. Dann gehen wir hier nochmal eben gucken. Was haben wir hier? Khaki Boots? Nee. Nee, nee, nee. Dann kümmern wir uns nochmal eben hier um die Tierchen hier drüben. Zack. 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 Erstmal Rubu einsammeln. So, ist das auch schon mal weg. So, dann einmal Haare schneiden bei Evelyn. Und einmal Evelyn in den Arm nehmen. So. Sehr schön. Und dann die Venky auch nochmal. Zack. Haben wir das erledigt. So, dann jumpen wir hier rüber. Zack. Hauen das da rein. Sehr gut, dann ist das auch erledigt. So, und da ich gerade den Dirtprinter noch in der Hand habe, möchte ich nochmal irgendwas ausprobieren, denn hier mit der Ecke war ich noch nicht so ganz zufrieden. So. Das wollten wir ja erweitern. Quasi. So. River Reed Seed. Hört sich auch lustig an, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass wir den nicht ganz kaputt machen. Ja, guck mal, dann kann ich hier den Weg schön weiterführen. So. Und hier dann auch quasi bis hier. Und dann passt das genau. Dann haben wir quasi diese Ecke hier haben wir dann gespiegelt. Nur mit anderen Früchten. Ich denke, das ist eine coole Sache. So, Dirt Printer. Mach mal rein, damit er aufladen kann. Hier ist noch ein Erz. Das können wir auch wegnehmen. So. Habe ich noch was in der Tasche? Achso, die Eier, ne? Ja. Die können wir schon mal kochen. Das Fleisch können wir kochen. Ja. So machen wir das. Dann ist das auch fertig fürs nächste Mal. So. Fleisch dauert wieder ein bisschen länger. Das kennen wir ja schon. Das ist ja normal. Und dann können wir das damit reintun. Und ja, die Eier, die
behalte ich erstmal noch. Käse behalte ich auch erstmal noch. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit der 7. Staffel Dinkum. Es ist Wahnsinn, wie schnell doch die Zeit vergeht und wie viel Folgen das im Endeffekt geworden sind. Also ich bin sehr, 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 sehr überrascht. Hätte ich selber auch nicht gedacht. Aber man muss ja auch irgendwann mal so einen Absprung schaffen. Deswegen 7. Staffel reicht erstmal. Vielleicht werde ich euch irgendwann dann mal so ein Update geben, was sich dann so privat alles hier noch geändert hat. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Na, hin und wieder mal einmal so ein Update-Video, was sich verändert hat, was passiert ist und so weiter. Aber offiziell möchte ich das jetzt gerne hier an dieser Stelle beenden, denn ich habe es halt gesehen, die Zahlen. Das Interesse ist nicht mehr so da. Kann ich auch verstehen. Das Spiel ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger draußen. Aber wir sehen es positiv. Dafür haben wir wieder Zeit für ein anderes neues Projekt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die hier von Anfang an mit dabei waren, die Tipps und Tricks gegeben haben. Es war mir eine Freude. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf euren Inseln ganz, ganz viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. In der wunderbaren Welt von Dinkum. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer, tschüss mit Ö.